Hallo, ihr lieben Seelen. Guten Tag, guten Abend, wie auch immer. Ich darf wieder beim Andreas sein, bei Delfin TV. Und heute möchte ich für euch die Programme erlösen, die das Gefühl verursachen, nicht gut genug zu sein. Ne, damit haben wir ja immer wieder zu tun. Dort an der Stelle dürfen ganz viele Schichten abgeschält werden, bis wir ja in die kraftvolle Essenz unserer Selbst kommen können. Gut, und schon soll es auch losgehen. Ich verbinde mich jetzt mit dem Teilnehmerkollektiv, mit den lieben Seelen, die dieses Video zukünftig schauen werden. Ich verbinde mich mit Mutter Erde, mit dem Schöpfer. Gut. Die Programme dürfen jetzt kommen und ich beschreibe sie nur, wenn sie wirklich interessant sind. Ne? Ihr seid ja nun schon alte Profis, ihr wisst, wie das bei mir läuft. Ich bekomme kaum, ganz selten Geschichten dazu, schon gar nicht, wenn ich fürs Kollektiv arbeite. Los geht's. Ja, das war ja klar. Es befindet sich eine Angst in der weiblichen Energie. Diese schwächt meine Lendenwirbelsäule. Ich bin wieder in meinem Selbstwert unterdrückt. Natürlich, ne? Meine Wahrnehmung ist unterdrückt. Ich fühle mich nicht gerade wie eine kraftvolle, stabile Schöpferin. Und das darf sich jetzt ändern. Das zweite Programm darf kommen. Das innere Kind zeigt ein Thema und dieses Thema drückt auf das dritte Auge. Jetzt kommen Ohnmachtprogramme. Ja, also die wirken im Verstand. In erster Linie im Verstand und aus dem Verstand heraus verteilen sich die Blockaden im Körper innerhalb der weiblichen sowie in der männlichen Energie. Ich fühle mich gelähmt. Meine Intuition ist für mich nicht greifbar. Ja, ich kann mich nicht auf meine Gefühle verlassen und dementsprechend ist meine männliche Energie auch geschwächt, weil ich, ja, wenn ich meiner Kraft nicht bin, dann kann ich auch Ziele nicht so gut bewerkstelligen und angehen. Ne, das greift ja alles ineinander. Gut, wir lösen ab. Thank you.
rufe die nächsten Störfelder zu mir. Genau, Minderwertigkeitsprogramme wirken im Kopf und ich fühle mich dementsprechend zerknautscht. Ja, ich fühle mich hässlich wie ein hässliches kleines Entlein und dementsprechend traue ich mich nicht, mich zu zeigen, so wie ich bin. Verletzung zeigt sich wieder in der weiblichen Energie. Die Selbstliebe, der Selbstwert, die dürfen jetzt befreit werden von diesem Thema. An dieser Stelle dürfen jetzt Gefangenschaftsprogramme gelöscht werden, die im Kopf und in der Wirbelsäule wirken. Ja, da wird ein Teil von mir versteckt, der ist verkapselt und darf freigelegt werden. So, und dann kann ich mich natürlich auch besser fühlen, wenn ich mich als kraftvolles Schöpferwesen mit meinen Gaben, Talenten entdecken und leben kann. Dann schwinden diese Minderwertigkeitsgefühle. Okay, los geht's. Wir transformieren. Da geht es. Jetzt zeigt sich das Trauma in der männlichen Energie. Ich fühle mich wieder klein und unsicher. Programme werden aus dem Kopf herausgelöscht, die das verursachen, dieses Denken. So, was kommt noch? Ein energetisches Störfeld, das sieht aus wie eine Einmachglaszange, also diese Spange, die Einmachgläser zusammenhält, ne, die ist hier an meinem Kopf dran und die verhindert, dass ich korrekt wahrnehme. Da werden Programme in mich rein gepulst über dieses Teil, sage ich mal, die nicht zu mir gehören. So, jetzt meldet das Herz eine Störfrequenz, ein Trauma steckt dahinter. Und dieses Trauma verursacht Stress. Ne? Also wenn eine Situation eintritt, dann fühle ich mich sofort gestresst. Das Herz schlägt ganz laut.
Und ich verfalle in Hektik. Ich möchte mich verstecken, ich schäme mich. Also dahinter stecken jetzt ganz viele Gefühle, die mir nicht gut tun. So, dann lösen wir die jetzt mal ganz schnell ab, zusammen mit den anderen Programmen. Schon geht es weiter. Es geht wieder um einen Schmerz, der besonders stark das Herz irritiert. Die Thymusdrüse ist verstopft von diesem Störfeld, ne? Die Lebensenergie kann schlecht fließen. Die weibliche Energie ist gestört, sie ist gelähmt. Und ja, ich fühle mich wieder nicht vollständig, schwach und von meiner Intuition getrennt. Sehr schmerzhafte Störprogramme zeigen sich jetzt in der Wirbelsäule. Diese Programme verursachen auch eine Todesangst. So, und wenn ich Angst vor dem Tod habe, dann fühle ich mich natürlich nicht gerade stark. Todesangst ist ja eh Quatsch, ne? Ich bin ewiges Leben. Gut. Ich rufe noch ein Programm dazu. Ich habe noch Platz. Was möchte noch kommen? Alles klar. Das Halschakra darf befreit werden. Und wir lösen ab. Juhu, ich freue mich über die neue Lebensenergie, die jetzt durch meinen Körper fließt. Vielleicht könnt ihr das auch fühlen. So, es geht weiter.
geht wieder um die Befreiung des Herzchakras und des Halschakras. Der Unterkiefer wird befreit von enge Anspannung. Das hat natürlich wieder mit Angst zu tun. So, was kommt noch? Ein Energiefeld drängt mich zurück. Natürlich wieder über Angst mache, ne? Ich habe das Gefühl, wenn ich weitergehe, ja, ich weiß nicht was, aber es passiert was Schlimmes, das fühle ich, weil sich meine Haut Erpelparker-mäßig nach oben stellt, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, das sind so Wächterenergien, die nicht wollen, dass wir uns befreien aus unseren, ja, aus unseren Grenzen. Wir sollen nicht weitergehen. Gehe nicht über los, fällt mir dazu ein. So, was kommt noch? Eine Angst schnürt mir die Kehle zu, eine unsichtbare Hand droht mir mit dem Erstickungstod. Programme werden aus dem Kopf gelöscht. Mein Frosch ist wieder aktiv. Den darf ich auch mal lösen. So. Gut. Das alles betrifft die weibliche Energie. Ich darf meinen Selbstwert befreien. Los geht's. Einen Durchgang machen wir noch. Das nächste Feld kann kommen, das mich in der Minderwertigkeit, in dem Gefühl der Minderwertigkeit halten möchte. Schon zeigt sich eine Verletzung in der Selbstliebe, in der weiblichen Energie. Ich fühle mich gelähmt und verdreht. Die Beziehung zu mir selbst ist gestört. Nächste Angst macht sich auf meinem Gesicht bemerkbar. Es fühlt sich so an, als würde ich gegen einen Sturm laufen. Und der Sturm versucht, meine Gesichtshaut zu verzerren, sodass ich mich wieder hässlich fühle und schwach. Ja, der möchte mich bezwingen und mich entstellen. So, was kommt noch? Eine Angst
macht sich in meinem Rücken bemerkbar. Das heißt, ich muss mich permanent unsicher fühlen. Ich kann nicht zentriert und ruhig in mir selbst ruhen, weil ich das Gefühl habe, dass ich auf der Hut sein muss. Ja, ich fühle mich wieder nicht kraftvoll, stabil mit Erde und Schöpfer verbunden. Und das Ganze bedrückt natürlich meinen Selbstwert, meine Selbstwahrnehmung. Okay, ich löse jetzt diese drei Felder ab. So, das fühlt sich schon ganz schmuck an. Das Gefühl, minderwertig zu sein, ja, oder das Gefühl, nicht gut genug zu sein, das hängt ja alles zusammen. Man kann ja ganz viele Worte für dieselbe Problematik finden. Das alles hat natürlich mit Selbstliebe zu tun. Und ich möchte euch noch diesen Tipp mitgeben. Achtet mal darauf, dass ihr nur noch die Dinge tut in der Zukunft, die euch wirklich bereichern, die euch Spaß machen und die ihr wirklich freiwillig macht. Und versucht alles abzublocken, ja, ganz freundlich, stabil zu sagen, nein, danke. Ne, dafür stehe ich nicht zur Verfügung oder ganz ehrlich, ich habe keine Lust drauf, das ist nicht mein Ding oder wie man es nett formulieren kann, sodass der andere dann in Freundschaft sich abwenden kann oder was auch immer, je nachdem wie die Problematik ist. Aber ich stehe zu dem, worauf ich Lust habe, was für mich Sinn macht, was sich in meinem Körper gut anfühlt. Ja, mein Körper darf mitsprechen. Es darf sich gut anfühlen. Das Vorhaben muss sich sogar gut anfühlen, damit ich die Beziehung zu mir selbst stabil und gut aufrechterhalten kann. Ne? Und das alles trägt dazu bei, dass ich die Selbstliebe befreie. Die Liebe für mich selbst. Ich beweise mir selbst meinen Wert und damit befreit sich schon ganz viel von selber. Das nur als kleiner Hinweis. Probiert das mal aus, das macht Spaß und Gelegenheiten gibt es für diese Übung jede Menge, täglich. Okay, jetzt verabschiede ich mich von euch. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Eure Steffi Aroga, Refakt, Ananascha.